Komm, wir nehmen nochmal den Carlos. Ich weiß, das ist mal ein bisschen nervig, aber am Anfang. Habt ihr gesehen gehabt, wie schnell das bei dem O ging? Mit dem Trainieren, wenn wir ihn mal ein bisschen eingesetzt haben. Da war das alles kein Problem mehr. Aber am Anfang haben sie die Einheiten der Beziehung einfach noch nicht drauf. So, siehst du jetzt endlich den? Ah ja, nur noch der. Daneben. Da ist er ja. Den habe ich doch vorhin schon mal gesucht. So, und der Ento kann mal anfangen, hier ein bisschen was einzupacken. Bevor es zu spät ist. Wen haben wir denn hier? Ein Truppenführer. Naja, den stellen wir einfach mal dazu. Und entweder kümmert sich die kleine Qualle darum oder wir machen es selbst. Also, wir übernehmen zuerst den, komm schon, den Tasso. Ja, soll mal dieses Vieh hier abschließen. Und was wir mit dem kleinen Kerl machen, weiß ich noch nicht. Ich glaube, den töten wir gleich. So, dir geht's gut, ja? Ja, nichts passiert. Ah ja, genau, ich wollte ja noch mehr Ausrüstung einpacken. Das wäre noch ganz gut. Auf jeden Fall noch ein bisschen Störpulswerfer-Munition. Im Untergrund. Ach Mist, den wollte ich nicht haben. Im Untergrund werden wir damit sowieso rumballern, was das Zeug hält. Tja. Dann. Molekülsteuerung. Den. Immer den. So, eine Spezialeinheit ist auch relativ viel, den kann ich auch mit zum Erkunden nehmen. Was ich jetzt hiermit tue. Also, ich schicke die zwei mal vor. Und einen, der die nur ja, im Sichtfeld behält. Und damit schaue ich mir jetzt die restlichen Pyramiden hier an. Da kann uns eigentlich nicht viel passieren. So, gehen wir einen Schritt zur Seite. Dann nehme ich mal noch mit das und das. Das und vielleicht noch einen Thermotaser. Ja, das müsste reichen. Das sieht doch ganz gut aus. Okay, es kann natürlich sein, dass die beiden hier die letzten Aliens sind, aber das wissen wir nun mal nicht. Und wenn sie es nicht sind, dann müssten wir mit unseren Einheiten, wie soll man sagen, ja, selbst überall nachschauen gehen und, ach, da würden wir wieder Gefahr laufen, dass irgendwelche gemeinen Aliens uns wieder erschießen von der Seite. Da ist der Siegfried, der ist jetzt natürlich ein bisschen überladen, aber das ist ja nur, damit wir genug Einheiten, nein, nicht genug, ach mein Gott. Das ist natürlich nur dafür, damit wir genug Ausrüstung mit nach unten nehmen können. Ins zweite Level. Für nichts weiter. Ich glaube, ich töte mal den ersten. Mit dem zweiten nur noch hier rechts, genau, dahin. So. Hier kann man seinen Granat wieder wegstecken und dann umdrehen und feuern. Sehr schön. Ich würde übrigens vermuten, dass wir es merken, wenn der letzte in unter unserer Kontrolle ist, weil dann dieser versteckte Bewegungen-Bildschirm wesentlich kürzer aufflackert. Ist meine Vermutung.
So. Nein, nicht der Siegfried, sondern der Ose mal wieder ran. Vielleicht merkt man es schon, ich habe ein wenig einen Frosch im Hals. Das habe ich aber nicht, das habe ich auch vor der Aufnahme gar nicht so richtig gemerkt. So. Dann schicke ich den mal hier rein. Ach, das war jetzt richtig dumm. Ich gebe es zu. Ich habe nicht darauf geachtet, dass der immer noch genug Zeit am Halten zum Reagieren hat. Das war vielleicht ein wenig unnötig. Ganz kleines bisschen. Ja, dadurch, dass er nicht genug Energie hat, hat er natürlich genug Zeiteinheiten übrig. Ach ja, stimmt ja. Die Aliens brauchen ja zum Drehen ebenfalls Energie. In dem Fall, schließt man einfach irgendwo hin. Hat sie keine Zeiteinheiten mehr. Ist das der letzte? Ich versuch's mal. Nein, da ist noch jemand. Ich vermute mal, der ist da oben. Da schicke ich mal lieber eine gepanzerte Einheit vor. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Also der Alien hat ja die Uma einmal gesehen. Sozusagen eine Runde oder wie auch immer. Und dadurch können die Aliens die Einheit jetzt scheinbar... Ja, die hätte ich gleich abschließen sollen. Die Einheit ist sozusagen, ja, MS kontrollieren und solche Sachen. Also warum ich ihn jetzt erschossen habe, ist ganz klar. Und auf Fenderskontrolle bringt er uns überhaupt nichts, dann ist er jetzt in Zukunft auch mal anfällig dafür. Das macht einfach keinen Sinn, ihn zu behalten. Okay, hier oben ist niemand. Bevor er uns jetzt in den Rücken fällt und anfängt, uns reine Leute noch zu erschießen, dann machen wir das einfach so. Mit denen gehe ich mal hier in die Richtung. Jetzt probieren sie die Leute. Probieren sie die Leute durch. Der Mickey, da wissen wir es noch nicht. Und der Martin, da wissen wir es auch noch nicht. Da kann der Martin mal sein Zeug auf den Boden legen. Weil sie nicht in der Lage sind, das Zeug vom Boden wieder aufzunehmen. Sie wird einfach auf der sicheren Seite. Der Mickey geht mal hier ein wenig in Deckung. Ich weiß nicht genau, wovon das abhängt. Ob die auch außerhalb ihrer Sichtweite ja, erwischen können oder nicht. Also die Mickey scheint sich nicht viel antun zu können. Seine Moral liegt immer noch bei 92. Aber der Martin scheint ein bisschen empfindlich zu sein. Ja, den tut mir ein bisschen leid, aber auf der anderen Seite ist es einfach gehend eine strategische Entscheidung. Wenn wir auf der unteren Ebene sind und die Steuerung über ihn übernehmen, dann bringt uns das nur Nachteile, auch wenn er keine Waffe hat. Das ist einfach Quatsch. Dann stellen sie ihn in der Mitte ihrer Einheiten. Dann kommt ein Tentakulat, dann tötet der Tentakulat den Aquanauten und dann W2. Der Mickey wird zwar auch angegriffen, aber der scheint relativ gesehen resistent zu sein. Töte ich mal noch nicht. Ach, wie viel Mut hat er eigentlich? 50, wahrscheinlich deswegen. Auch solange der Alien hier Molekülsteuerung benutzt, hat er nicht genug Zeiteinheiten. Hoffentlich um zu rücken. Ach, da sieht man auch schon, dass eine Waffe rumliegt. Gehört zu dir, oder? Hätte ich gleich mal schauen können. Daran erkennt man es nämlich häufiger. Weil sie in Panik verfallen und dann ihre Waffe auf den Boden werfen. Dann nehme ich die mal mit. Oder besser gesagt, ich nehme nicht die Waffe mit, sondern die Munition. Ja, hätte ich andersrum machen sollen. Ich bin verwirrt. Merkt man überhaupt nicht bestimmt.
ich hätte gern nochmal extra Munition im Gürtel. Und zwar die 10er Munition. Weil jede angebrochene Munition bekommen wir nicht in die Basis, wenn wir sie doch nicht brauchen. Sollten wir mal erst die angebrochene Munition hier verbrauchen. So, die hätte ich lieber Moleküle steuern sollen. Das war ungeschickt. Das war nicht klug. Dann hätten wir ihn nämlich hier rumschicken können. Auf der anderen Seite habe ich auch gedacht, dass er der Letzte ist. Muss ich auch dazu sagen. Okay, können wir hier nach oben. Vielleicht wieder hier. Werden wir gleich herausfinden. Ja, genau dort. Und diesmal habe ich alles aufgehoben, was ich gerne haben möchte. Ja. Diesmal übernimmt das der O. Also er übernimmt es wortwörtlich. Der Soldat ist noch übrig. Der schaut sich mal hier ein wenig um. Dann packe ich die noch ein. Hallo, wo könnte denn noch sich noch jemand verstecken? Habe ich denn eigentlich noch? Habe ich hier noch Einheiten rumstehen? Nicht wirklich, oder? Die muss ich ja erschießen, weil, ja, ihr habt ja gesehen. Aber ich müsste doch noch hier jemanden haben, genau. Dann schicke ich die einfach nochmal rundherum ums Gebiet. Und irgendwo muss sich ja noch jemand befinden. Oh. Haben wir ihn ganz kurz gesehen. Hier. Der hat sich wahrscheinlich hier irgendwo mal versteckt gehabt. Und die hatten wir nicht gesehen, als wir das Gebäude ausgespäht hatten. Da ist der Mickey doch am nächsten. Los, Mickey, dahin sollst du. Nein, ich will da drauf klicken. Ja, wie gesagt, es ist auch ein bisschen schwieriger mit dem Klicken, weil ich das Spiel im Fenstermodus spiele. Nicht im Vollbild. Das hat aufnahmetechnische Gründe. So, dann muss er hier sein, ohne Waffe wahrscheinlich. Na? Was geht? Scheinbar nicht so viel. Damit war es das gewesen. Ja, hier nochmal die Einsatzziele. Den Synomium-Apparat sollen wir zerstören. Das ist eigentlich so das Hauptziel. Wir können natürlich auch einfach alle Aliens töten. Dann ist die Mission auch erfolgreich beendet. Und diesmal mache ich es folgendermaßen. Ich lege ein bisschen was auf den Boden, was wir hier noch so übrig haben. Ihr seht schon, ich hatte ein paar Sonarkanonen noch mitgenommen gehabt und jede Menge Störermunition. So, der hat jetzt 1, 2, 3. Der verteile ich nämlich gleichmäßig. Die Arzttasche kann auch woanders hin. Gut, hier haben wir noch eine Sonarkanone. Und der Zander kann damit auch nicht viel anfangen. Dann gebe ich mal hier noch die Arzttasche. Und dann schaue ich mal hier wegen der Munition. 8. Ja, ja, das war überflüssig. 9. 6. Ja. Okay, dann gebe ich das mal dem O einfach in die Hand. Genauso wie den Thermotaser. Und die Sonarkanone, das machen wir damit. Lassen wir die liegen. Die könnte ich natürlich ihm in den Rücken geben. Ich lasse mal die MS-Störer liegen. Die sind am Anfang eh noch zu schwach, um damit umgehen zu können. Stattdessen lieber so eine Nahkanone. Und der kann mal noch die Munition hier rausnehmen. Ja, ihr seht schon, ich bereite mich hier gut auf den Einsatz vor. Und irgendwer hat er doch genau, du hattest 6 Schuss gehabt. So, dann schaue ich erstmal durch, ob jemand hier überladen ist. Oh ja, der eine mit dem MS-Störer ist ein wenig überladen. Wo ist der hin? Na.
mit dem Impulsstörer. Da. Ja, der kann mal. Könnte eigentlich die Granate liegen lassen, aber ich kann es auch so lassen. Ich meine, es sind nur wenig Zeiteinheiten. 4 vielleicht. Gut, ich schaue mich erstmal um. Wir haben hier, wir sind alle auf der dritten Ebene. Zweiten Ebene ist einer. Und hier unten haben wir niemanden. Okay. Muss man ja erstmal schauen. Oh, hier. Läuft das auch schon ein bisschen langsamer, das ganze Scrollen und so. Sprich, das beansprucht das Spiel ein wenig mehr, diese große Basis hier. Das ist die erste Ebene. Die würde ich gerne komplett mit Einheiten besetzen. Sprich, die 4 Felder. Weil wir da auf der sicheren Seite sind. So, das letzte Mal, als wir hier unten waren, mussten wir einen auf eine Selbstmordmission schicken. Weil wir es ansonsten nicht geschafft hätten, den Simomium-Apparat zu zerstören. Und der hätte sonst 2000 Minuspunkte gebracht. Also wenn man auf dem ersten Level ist, keine Minuspunkte. Hier unten gibt es ordentlich Minuspunkte. Oh, die haben wir. Dann haben wir hier hinten noch Einheiten. Das hatten wir das letzte Mal ja auch nicht gehabt. Zweites Level. Erstes Level. Gut, das war die erste Runde. Nur Positionierung. Der Siegfried. Kann ich mal nach unten schicken. Wir nach oben. Dann die Mickey. Oh, das sind wir ja schon. Tentakulat, was mache ich jetzt? Ich könnte theoretisch 28, hätte ich noch 12, das reicht nicht ganz. Das reicht nicht, damit ich mich zurückziehen kann. Wie habe ich hier noch? Den O. Der O ist immer so eine zweischneidige Sache, ne? Er ist ziemlich gut in MS und ziemlich gut mit der Sonarkanone. Aber es kann ja auch ordentlich in die Hose gehen, wenn ich ihn nach vorne schicke. Aber es sollte eigentlich nichts passieren, wenn ich nur dieselben Felder blockiere wie meine Einheit zuvor. 8 und der braucht 40, genau. Wenn ich den hier wegbewege, kann der O einmal einen Spontanschuss auf den Tentakulaten machen, ohne dass ich ihn in Gefahr bringe. Hat sich gelohnt. Also Ebene nach oben und nach unten verbraucht übrigens 8 Zeiteinheiten. Wenn es euch interessiert und ihr noch nicht mitgezählt habt. So, schauen wir uns mal hier um. Okay, ja, ich sag's nochmal, den Tentakulaten können wir nicht MS übernehmen, MS steuern. Obwohl ich zugeben muss, die allerstärksten Einheiten, wenn die so richtig gut sind, also sowas wie ja hier 95 und hier so, keine Ahnung, mindestens 80, also der O könnte es eventuell schaffen. Aber dann, ich hatte das damals mit 10 Einheiten probiert gehabt, jeder hat dreimal Molekül gesteuert und einer hat es dann einmal geschafft, so einen Tentakulaten zu übernehmen. Also die Wahrscheinlichkeit ist extremst gering. So. Ihr seht schon, ich gehe hier ganz, ja, ganz vorsichtig vor. Weil ich ja eigentlich nur Aliens ausspähen möchte oder erspähen möchte. Weil der O seinen MS-Störer mit. Zack, schon haben wir jemanden. Sehr gut. Schau dich mal ein wenig um. Da haben wir doch schon die nächsten. Das finde ich auch sehr gut. Wie erledige ich die am besten? Ich könnte ja. Ich erstmal umschauen. Komme ich hier vorbei? Nö, komme ich nicht. In dem Fall. Oh! Deswegen komme ich hier nicht vorbei. Ah, ich hätte vielleicht erstmal in die Richtung schauen sollen. Ich sehe 4 Stück. 1, 2, 3, 4. Mist, was mache ich jetzt so schnell?
Hab ich hier nicht. Ratet mal, was ich vorhabe. Kann ich da vielleicht... Ich maximiere meine Zeit einhalten, indem ich die jemand anders gebe. Reicht das? Das reicht gerade so zum Zünden, aber kann ich mich natürlich nicht zurückziehen. Ich hoffe einfach mal, dass ich das auch nicht muss. Aber das wird sich einfach sowas von lohnen, oder? Bei so vielen Einheiten.